Dieses Review starten wir tatsächlich einmal mit einer kleinen Lightshow. Und damit herzlich willkommen bei UbiTestet mit dem neuen Peugeot 208. Der kleine Franzose mit den Säbelzähnen. Ob er sie heute zeigt und wie er sie zeigt, das klären wir heute. Wir schauen uns den Wagen außen an, wir schauen uns den Wagen innen an. Wir machen einen Fahrbericht und dann gibt es zum Schluss ein Fazit, wenn ihr dran bleibt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und damit viel Spaß mit dem Peugeot 208 GT-Line. Heute steht er endlich hier, der für mich geilste Kleinwagen derzeit auf dem Markt, der neue Peugeot 208. Schaut ihn euch einfach an. Mir persönlich gefällt diese Front unheimlich gut. Das neue Markengesicht von Peugeot mit diesem riesigen Säbelzahn in LED-Tagverlicht-Optik. Die drei LEDs hier im LED-Scheinwerfer wirken diese Krallen des Peugeot-Löwen, der hier so seine Spuren hinterlässt und auch natürlich für einen besonders dynamischen, fast schon so ein bisschen aggressiven Auftritt im Rückspiegel des Vordermannes sorgt. Die Front ansonsten eher clean gehalten, ein großer Kühlergrill hier durch die GT-Line mit Chrom-Applikationen innen. Dann der 208-Schriftzug hier drinnen, die Front eher nach unten gezogen, was dafür sorgt, dass wir hier quasi Einschlagsbereich für Steine haben. Hier sind mehrere kleine Steinschläge bei dem Fahrzeug, was 10.000 Kilometer bereits runter hat, natürlich auch hohen Autobahnanteil hinter sich hat. Naja, da sollte man sich dann was überlegen, ob man da nicht vielleicht einen Bra drüber zieht, wie sich das nennt, so einen Haubenschutz. Die Seitenlinie des Peugeot 208 ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, birgt aber auch das ein oder andere Design-Highlight. Die GT-Line hat hier diese hochschwarz-hochglanz lackierten Rathausschalen. Wir haben 16 Zoll Räder hier drauf, weil die Winterreifen hier montiert sind. Für 16 Zoll Räder, muss ich aber zugeben, schaut das gar nicht mal so übel aus. Oder was denkt ihr denn? Schreibt es mir unten mal in die Kommentare, ob man da jetzt unbedingt 17 oder 18 Zöller bräuchte. Wir brauchen uns hier nicht fürchten vor zu kleinen Fensterflächen, denn Peugeot hat hier tatsächlich wirklich große Scheiben eingebaut, die auch hier weit nach hinten laufen. Und sehr interessant, persönlich finde ich das natürlich sehr schön als Vater, wenn dann der Junior hinten drinnen sitzt und eine große Fensterfläche zum Rausschauen hat. Hier hat man nicht angefangen mit irgendwelchen Design-Gags, dass man das Heck optisch nochmal nach hinten auslaufen lässt, so Coupé-artig, sondern hier hat man wirklich eine gerade Linie durchgezogen, weit hinten das Glas ausgeholt, einen schönen Ausschnitt hier unten reingezimmert in die Tür. Natürlich, die GT-Line hat hier noch einen Schriftzug bekommen und das Heck ist dann wieder ein absolutes Design-Highlight in meinen Augen. Auch hier greift Peugeot wieder auf diese Krallenoptik zu, die hier in die LED-Rückfahrlichter integriert sind, die dann auch noch optisch hier mit dieser schwarzen Blende miteinander verbunden werden. Einziges kleines Manko, ja, hier könnte man die Spaltmaße auf alle Fälle enger fertigen, das würde ich mir wünschen, dann schaut es einfach auch noch ein bisschen besser aus und ein Tick wertiger. Großer Flügel hier hinten bei der GT-Line, dann einen lackierten unteren Teil und zwei sichtbare Endrohre stehen für die GT-Line. Hinter der Heckklappe unseres Franzosen verbirgt sich ein durchaus praktischer Kofferraum, 265 Liter bis 1106 Liter. Maximales Laderaumvolumen stehen uns hier bereit. Wir haben keinen doppelten Laderaumboden. Wir haben auch eine durchaus etwas höhere Ladekante, wie wir sehen, so kniehoch ungefähr. Leider der Stoßfänger nicht geschützt vor Kratzern. Dafür haben wir hier eine solide Ladekante. Es geht dann doch ein paar Zentimeterchen nach unten. Wie wir sehen, die Rückbank ist im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Allerdings ergibt sich leider eine kleine Stufe, sodass wir dann, wenn wir größere, flächigere Gegenstände einladen, dann wird es ein bisschen schwierig. Ein Kinderwagen passt ordentlich rein, denn wir haben hier eine Innenraumtiefe von 76 cm, genauso wie die Bauraumhöhe mit knapp über 70 cm. Hier innen haben wir dann 101 cm Innenraumbreite.
Dann machen wir es uns doch einmal auf der Rücksitzbank im neuen Peugeot 208 bequem. Der Zustieg ist schon mal gar nicht so verkehrt, wie schon erwähnt, durch die großen Türausschnitte. Hier hinten sitzt es sich aber auch so ein bisschen, ja, wie so in der Höhle, finde ich persönlich. Das wirkt natürlich durch dieses schwarze Interieur, durch den schwarzen Dachhimmel, wirkt das so ein bisschen, ja, sage ich jetzt einfach mal, Höhlen-like. Die Sitzpolsterung hier unten ist wirklich gut. Die Sitzbank ist eher tief montiert. Wir haben ausreichend Kopffreiheit, da passt eine gute Faust dazwischen, das passt. Kniefreiheit für mich mit 1,78, wenn der Sitz auf mich eingestellt ist, ist durchaus passabel. Die Füße passen wunderbar unter den Vordersitz drunter. Isofix haben wir an den Außenpositionen für den Kindersitz sowie auf dem Beifahrersitz. Dafür gibt es auf alle Fälle schon mal den Daumen nach oben. Den weiteren Daumen für nach oben gibt es für die USB-Anschlüsse, die wir hier auf der Rücksitzbank haben. Davon haben wir nämlich zwei Stück, und zwar USB-A, also hierfür Daumen nach oben. Dann haben wir hier Sitztaschen, wo so eine 4A4-Mappe ganz gut reinpasst. Des Weiteren ist so der Sitzkomfort, ja, ich würde mal sagen, mittelstreckentauglich in jedem Fall. Wichtiger ist natürlich, dass wir da vorne bequem sitzen, und da schauen wir jetzt hin. Ich habe mich nach vorne gesetzt hinter das kleine Lederlenkrad hier im Peugeot 208. Ich sitze auf super schönen Sportsitzen. Die gefallen mir optisch gut. Die haben tollen Seitenhalt. Einzig eine Schenkelauflage würde ich mir wünschen, die ausziehbar ist. Auch im Rückenbereich gut konturiert. Der Beifahrersitz bietet, wie schon erwähnt, Isofix-Verankerungen. Auch dafür einen Daumen nach oben. Das Lenkrad ist in der Höhe und in der Tiefe verstellbar, sodass jeder seine optimale Sitzposition finden sollte. Kopffreiheit gibt es genügend. Und damit schauen wir uns den Innenraum jetzt an. Willkommen im Innenraum von Peugeot 208. Wir sitzen sehr, sehr schön hier eingebettet in das neue iCockpit. Und zwar ganz besonderes Highlight hier das iCockpit 3D, wie es Peugeot nennt. Peugeot geht ja einen komplett eigenständigen Weg mit der Innenraumgestaltung mit diesen iCockpits. Besonderheit ist ein extrem kleines Lenkrad, oben und unten abgeflacht, da der Blick über den Lenkkranz auf das Kombi-Instrument schweifen soll. Das Kombi-Instrument ist dadurch erhöht angeordnet. Kleiner Nachteil, hier passt das iCockpit einfach mir persönlich nicht, da der Lenkkranz, der obere Bereich, den unteren Bereich des Displays leider verdeckt in der optimalen Sitzposition, wie ich zum Fahren nun mal hier in dem Fahrzeug sitze. Sehr schön, die Darstellung, das ist dreidimensional. Wir haben tatsächlich, es sieht so ein bisschen aus wie ein normales Display. Und davor hat man dann nochmal so eine kleine Plexiglasscheibe gefühlt geklebt. Und auf die wird ebenfalls projiziert, dass wir so einen 3D-Effekt bekommen. Mir gefällt es ganz gut. Es ist sehr schön ablesbar. Klar, für den ersten Moment ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig, dass man eben solche Armaturen wie den Drehzahlmesser, das zeige ich euch jetzt hier so ein bisschen, darstellt. Das heißt, wir sehen hier, wie sich die Grafik ein wenig verändert. Auch wenn wir den Bordcomputer bedienen, wird der hier auch noch eingeblendet. Ja, das ist schon eher so ein bisschen als Spielerei zu betrachten, als wirklich ergonomisch perfekt. Dennoch, die Verarbeitung stimmt hier drinnen. Alle Materialien fühlen sich wertig an. Wir haben hier so eine Carbon-Optik eingelegt, die das Ganze nochmal sportlicher macht, oder aber die Kontrastziernähte, die hier drauf sind, sowie die ambiente Beleuchtung, die in mehreren Farben einstellbar ist. In der Mitte haben wir dann das nächste Highlight. Zur Top-Linie des Infotainment-Systems gehört dieser 10 Zoll Display. Das Display ist zum Fahrer hin orientiert, was mir sehr gut gefällt, ist auch mit der Touch-Bedienung. Wir haben hier an der Seite, das können wir hier, wenn wir es hier einschalten, ist die Klimabedienung. Ansonsten wird das Klimabedienteil von hier unten gesteuert. Wir haben hier Klaviertasten mit den Direktwahltasten, zum Beispiel zum Deaktivieren der Klimaanlage, zum Aktivieren der Klimaanlage oder aber hier den Warnblinkschalter, der gut angeordnet ist und auch gut ersichtlich ist. Darüber liegen dann nochmal Touchflächen, die in meinen Augen etwas schwierig in ihrer Bedienung sind, vor allem während der Fahrt. Ganz schlimm
die Sitzheizung, denn man sieht es eigentlich kaum, den Taster. Und dann zu wissen, in welcher Stufe man sich bewegt, ist ein bisschen schwierig. Darunter ein sehr, sehr cleveres Fächlein, neben den zwei USB-Anschlüssen, USB-A und USB-C, also auch ein positives, sowie ein 12-Volt-Anschluss hier unten. Hierhinter versteckt sich dann nämlich die Induktivladeschale für das Smartphone. Da drinnen rutscht das Smartphone auch nicht wirklich weg und es verschwindet auch sehr, sehr schön hinter einer Klappe. Darunter haben wir dann noch ein kleines Ablagefach. Da könnte so ein Gummieinlage eigentlich rein, dann rutscht nichts durch die Gegend. Wäre noch so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, liebe Peugeot-Leute. Dann haben wir hier den Automatikstick vom 8-Gang-Getriebe. Dahinter befinden sich zwei Cupholder, der Drive-Mode-Schalter, die elektronische Parkbremse. Und die Armlehnauflage lässt sich hier lediglich in der Länge verstellen, in der Höhe aber nicht. Darunter befindet sich noch ein großes Ablagefach für Kleinkramzeugs oder auch durchaus für etwas mehr Kram für Damen. Ja, und nachdem ich hier jetzt schon so abfahrbereit sitze, würde ich jetzt einfach mal sagen, Motor an und los geht's. Dynamisch tritt ja der Peugeot 208 jetzt deutlich in Erscheinung, wenn man ihn denn so sieht. Was hält er denn jetzt davon, von dem dynamischen Versprechen, was er von außen hält? Unter der Haube bei uns der Spitzenmotor, der 1,2 Liter Dreizylinder mit 130 PS und 230 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Damit geht es in gut 8 Sekunden auf Tempo 100. Das ist auch alles völlig ausreichend. Der Motor läuft angenehm ruhig, hat so eine kernige Grundnote, die durch den Fahrmodi-Schalter im Sportbereich noch weiter ausgeschmückt wird. Denn dann kommt der Soundaktuator dazu, der das Ansauggeräusch nochmal verstärkt und dadurch das Ganze nochmal kerniger klingen lässt. Der Motor wirkt insgesamt sehr unaufgeregt. Erst im oberen Drehzahlbereich, so ab ungefähr 5000 Umdrehungen, merkt man, dass man ihm einfach die Luft ausgeht. Da würde man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung wünschen dann gelegentlich. Aber hey, ganz ehrlich, 130 PS im Kleinwagen, das ist schon eine gute Hausnummer. Eine gute Figur macht der Peugeot 208 natürlich auch auf der Straße. Das Fahrwerk ist insgesamt dynamischer ausgelegt. Wir haben eine straffe Grundabstimmung gepaart mit einer guten Lenkung, die ein ordentliches Feedback bietet. Ist zwar etwas zu leichtgängig in meinen Augen und hat vielleicht so ein bisschen zu synthetischen Touch, aber hey, für so ein Auto perfekt. Natürlich ein toller Wendekreis in der Stadt, der super klein ist. Da kommt man dann auch in jegliche Parklücke rein mit dem kleinen Zwerg hier. Die Rückfahrkamera und die Einparkhilfe tut da ein Übriges dazu. Beim Fahrwerk hat man auch einen Restkomfort gewählt, der gut ist. Das heißt also, Wellen werden super weggedämmt, auch kurze Stöße. Schluckt das Fahrwerk sehr passabel. Da muss ich zugeben, da haben die Franzosen eine tolle Gesamtabstimmung hingekriegt, so dass man sich hier rundum wohlfühlt. Auch beim Verbrauch kann man natürlich nicht meckern. 6,5 Liter hat der Dreizylinder sich genehmigt. Das ist ein ordentlicher Wert, zumal ich den Wagen sehr stark im Kurzstreckenbetrieb eingesetzt habe. Das heißt, innerorts viel gefahren bin. Und wenn ich natürlich auf längere Strecke gegangen bin, war damals Autobahn. Und dann auch im höheren Geschwindigkeitsbereich, so 140, 160 ihn bewegt habe. Somit Daumen nach oben. Ja, wir sind am Ende dieses Videos angekommen zum Peugeot 208 Allure PureTech 130 EAT8. Langer Name für ein kleines Auto, dennoch eines der coolsten am Markt für meine Begriffe. Der Peugeot 208 gefällt mir richtig gut. Der 130 PS Dreizylinder macht seine Sache sehr gut, macht auch ordentlich Spaß. Fahrdynamisch ist er auch schön unterwegs, lässt sich dynamisch durch die Gegend bewegen, ist kompakt in seiner Abmessung. Wir finden uns in der Stadt perfekt zurecht mit ihm und fühlen uns auch pudelwohl dank genügend Komfort.
15.490 Euro ist der Einstiegspreis für den Peugeot 208. Dann bekommt ihr einen Dreizylinder-Sauger mit 75 PS. Ansonsten gibt es noch wahlweise einen 1,2 Liter Turbo mit 100 PS oder eben den hier gefahrenen 1,2 Liter Turbo mit 130 PS. Des Weiteren gibt es noch einen 100 PS Diesel oder aber eine rein elektrische Variante. Was euch da dann natürlich selbst am besten taugt oder zu eurem Profil am besten passt, das müsst ihr selber herausfinden. 27.890 Euro kostet der Testwagen, so wie er hier steht. Das ist eine Stange Geld für so einen kleinen Wagen. Geht aber mal zum Peugeot-Händler, lasst euch ein Angebot machen. Ich bin mir sicher, da kommen wir dann bei rund 22.000, 23.000 Euro raus, so wie er hier steht. Da bin ich mir fast sicher. Das war's von meiner Seite. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Aber viel wichtiger ist, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr zum Peugeot 208 sagt, wie er euch gefällt und ob es eventuell auch für euch ein Fahrzeug zum Kauf wäre. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.